So, ich grüße euch. Ja, auch vor ein paar Wochen habe ich mit 20 Euro hier oben angefangen. Da habe ich mir gedacht, test es mal aus. War irgendwann, glaube ich, die Halloween-Zeit rum. Habe ich einfach mal Skins gekauft wie ein Geistesgestörter und dann wieder vertickt. Und zum Beispiel sowas wie den Hammer hier, der kostet jetzt ab 2,67 €. Da habe ich 1,30 €, 1,70 € für bezahlt. Ich weiß es nicht so genau. Den behalte ich auch, weil ich den ziemlich geil finde. So, ich mache das ja nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern ich habe es einfach nur mal so getestet. Das Ding hier 1,77 €, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, habe ich gekauft. Für 90 Cent würde sich auf jeden Fall lohnen zu verkaufen. Mache ich nicht, weil ich es geil finde. Stehe ich drauf auf diesen ganzen mit Totenköpfen und sowas. Die habe ich mal gekauft für, guck mal, die kostet jetzt 1,44 €. Da habe ich 63 Cent für bezahlt, glaube ich. Behalte ich natürlich auch. Alles, was ich einfach habe, behalte ich in der Regel auch, weil außer wenn ich jetzt zum Beispiel Türen doppelt habe, Sheet Metal Doors doppelt habe. Die Tür habe ich gekauft für 1,30 € zu Halloween, kostet jetzt ab 2,22 € aufwärts. War auch ein guter Kauf, werde ich aber auch behalten, weil ich die geil finde. Weil das Auge so schön leuchtet im Dunkeln. Den habe ich bezahlt 1,70 € für diesen wundervollen Automaten, der echt wirklich cool ist. Kostet jetzt schon ab 4,05 €. Sowas ist immer, steigt immer im Preis ungemein. Das ist unglaublich. Oder die normalen Frankenstein, dieser normale Frankenstein-Revolver, da habe ich 1,30 € für bezahlt, 1,20 € irgendwas. Ups, ja, ich will ein bisschen Mühe, sorry. Die kostet jetzt ab 3,80 €. Den hätte ich auch mal auf Vorrat kaufen sollen, aber den Test habe ich halt jetzt erst angefangen, weil ich mal sehen wollte, wie viel Euro man damit verdienen kann. Guckt euch den an. Da habe ich 1,70 € habe ich für den bezahlt. Habe erst überlegt, oh mein Gott, 1,70 €. Kriegst du die jemals wieder raus? Jetzt steht aber ab 4,55 € aufwärts. Also Furnace geht immer, die Dinger. Also alles, was unter 2 Euro ist, kann man meines Erachtens getrost einkaufen. Und die wirst du auf jeden Fall wieder los. Was jetzt. Ja, die war jetzt, habe ich für 1,30 € gekauft. Steht immer noch bei 1,30 €, wurde wohl sehr oft gekauft. Aber die behalte ich trotzdem, weil das ist meine einzige Wooden Door, glaube ich. Oder habe ich noch eine andere? Die habe ich gekauft. Okay, die steht jetzt ab 1,50 €. Vor 10 Minuten stand die noch bei 1,30 €. Okay, also die ist auch schon wieder gestiegen. Ja, die habe ich gekauft für 1,30 €. Die behalte ich auch erstmal. Armored Door. 1,28 €, all also die ist bis jetzt ein Fehlkauf gewesen, aber das kann sich ja alles noch ändern. So, da habe ich glaube ich jetzt grandiose 2 Euro, sag ich schon, 2 Cent Verlust gemacht, wenn ich die jetzt verkaufen will. Aber die behalte ich noch. Sowas geht nie. Die Face Mask, ja, das ist Face Mask und dieses Chest Plate, die steigen in der Regel nicht. Das hier war jetzt mal eine Ausnahme, aber die habe ich auch schon wirklich sehr lange. Oh. Was ist das? 3,12 €. Okay, den habe ich für 1,20 € gekauft damals, als ich weiß nicht was. Halloween? Halloween? War das Halloween? Nee, den habe ich auch schon länger. Könnte man auch verkaufen, mache ich nicht, weil ich. Jo. Totenköpfe und so, versteht ihr? Wie sieht es da aus? Oh, 1,79 €. Die habe ich gekauft vorletzte Woche für 1,30 €, wenn ich mich nicht irre. Habe ich auch gleich zweimal gekauft, weil ich halt das mal austeste. Wie schon tausendmal gesagt. Das Ding hier, Satchel, habe ich gerade vorhin gekauft für 9,98 Cent, weil Satchel ist auch was. Gibt es auch nicht so oft auf dem Markt. Wir könnten ja gleich mal auf den Markt gucken, wie das aussieht, Satchel-technisch. Satchel-technisch. 1,55 €, ja, habe ich auch jetzt 30, 35 Cent Gewinn gemacht. Innerhalb von 2 Wochen, das ist jetzt nicht so episch, aber die habe ich eigentlich auch nur für mich gekauft. Sieht man ja einzeln. So, dann können wir jetzt, wir könnten jetzt einfach mal in den Community-Markt gehen und einfach mal gucken, was.
Dann gehen wir auf Rust. Dann gehen wir auf Erweiterte. Dann suchen wir mal nach Satchel. Satchel Explosives. Mal gucken, wie viel der Markt hergibt. Und wie man sieht, also ich habe sie gekauft für 98 Cent. Jetzt ist der Preis ab 1,01 €. Und hier 2 Euro, 2,65 Euro. Also wenn sowas mal in den Store kommt und die verticken sie für 1 € oder 90 Cent oder 1,20 Euro, einmal kann man die immer nehmen. Da geht da ja das Ding, das geht, die gehen in die Höhe, dieses Satchel, schade, dass es, diese Badaboom Satchel, die hätte ich gerne. Aber 4,61 Euro gebe ich dann doch nicht für aus, aber es gibt ja wirklich Leute, die, die geben hier richtig Kohle für die ganzen Sachen aus. Wir können ja mal gucken, was so im unteren Preissegment hier rumkriecht. Ja, das sind die Jackets, die Hoodies, unwichtig. Beanie Hat, die verkaufe ich auch immer sofort, wenn ich sie mal kriege, weil die 7 Cent da, die können definitiv weg und die werden nicht steigen, weil es ist halt nichts Besonderes. Desert Camo Baklava. Baklava, oh mein Gott. Naja. So, was gibt denn das untere Preissegment noch? Ja, jetzt sind wir hier bei 8 Cent, das ist alles unwichtiger Scheiß. Diese ganzen Standardboxen hatte ich auch alle mal, die steigen im Preis ja überhaupt nicht so 2 Cent oder so. Wenn du mal Glück hast. Die hatte ich auch schon, habe ich auch für ein paar Cent gekauft und dann für viele Cent verkauft. Das sieht zum Beispiel auch nice aus. 84 Cent, was ist das? Das sieht zum Beispiel ganz cool aus. Ja, 84 Cent brauche ich jetzt nicht. Aber hier sieht man Troll Daddy Chess Plate. Die war letzte Woche drin, liegt bei grandiosen 92 Cent, also nix Geiles. Also so ausgefallene Rosen oder so kann man auch immer mal kaufen. Hier Berserker Chestplate 1,01 Euro, auch nicht so geil. Das ist die ich auch habe. Skype, nee, nichts Aufregendes. Die habe ich auch. Steigt auch im Preis ja überhaupt nicht. Ich habe auch nicht viel für bezahlt. Ja, wenn man das hier groß annehmen würde, könnte man hier einiges an Euros pro Woche verdienen, das muss man ja sagen, ohne viel arbeiten zu, oder ohne viel zu arbeiten. Frame Door, nee, auch nichts Besonderes. Furnace, es gibt auch keine Furnace hier im unteren Preissegment. Was soll das? Warum geht es? Na komm schon. Weiter. So, ne, hier gibt es einfach mal nichts Besonderes. Ein Goalkeeper, ja. Und so will ich rumlaufen, in Gelb. Da sieht man mich auch gar nicht, wenn ich da rumhatte. Was ist das? Utilizer? Utilizer? Was ist das? Ah, das ist doch. Das ist meine Frankensteinmaske. Ich aber auch nicht mehr hergeben werde. Aber sieht einfach nur cool aussieht, wenn man damit rumläuft. Granate geht auch nicht hier. Ein German T-Shirt. Würde ich jetzt auch kein 1,50 Euro für ausgeben, aber 1,51 Euro. Ah, das, ja, ja, geht auch noch. Ist auch noch vollkommen okay. Wird auch im Preis, denke ich mal, irgendwann steigen. Bisschen. Wie sieht denn der Preisverlauf aus? Sieht man ja hier. 2,01 Euro, ja. Bei meinem Schlafsack hat das jetzt auch ein paar, ja, eine Ewigkeit gedauert, aber heißen Home Sweet Home. Den könnte man. Der ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich denke mal, dass der auch irgendwann noch steigen wird. Halt ein ausgefallener Furnace ist. Also den könnte man auch noch nehmen. Ja, überlege ich, vielleicht nehme ich den auch noch mal mit. Christmas Night. Zurzeit ist alles voll dadurch, dass die ganzen Feiertage waren. Also dann hat jeder so einen komischen Weihnachtsfurnace gekauft.
Muss halt ein bisschen was ausgefallen sein, so wie meiner, der ist schon mit 4 Euro und ein paar Zerquetsche, die er jetzt wert ist, ist schon ziemlich nice. Gut, ihr habt jetzt mal gesehen, so was sich im unteren Fall. Den Snowboy hatte ich auch, den habe ich auch für über 2 Euro verkauft. Halt die Preise, die springen halt auch ziemlich hin und her. Ja, ich habe ihn. Irgendwo hier habe ich ihn, glaube ich, im Januar habe ich ihn nicht, ja, irgendwann im Dezember wieder vertickt. Gut, hier sieht man gut ab. 31 Euro, aber ich habe ja auch jetzt heute mal wieder ein bisschen eingekauft, was jetzt, wie gesagt, in den nächsten Wochen wieder vertickt wird. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Zeit geklaut. Bis denn dann, ciao.